Der menschliche Körper besteht zu 2 Dritteln aus Wasser. Zwar kann ein Mensch bis zu einem Monat ohne feste Nahrung auskommen, aber ohne Wasser überlebt er nur bis zu 7 Tage. Denn Durst entsteht, wenn der menschliche Körper 0,5% des Körpergewichts in Form von Wasser verloren hat. Dieses wird über verschiedene Wege ausgeschieden, wie über die Haut, die Atmung und durch den Stoffwechsel. Damit es nicht zu einem Flüssigkeitsdefizit kommt, muss der Mensch die Menge der verlorenen Flüssigkeit durch Essen und vor allem durch Trinken wieder aufnehmen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind das bei einem durchschnittlichen Erwachsenen 1,5 bis 2 Liter am Tag. Sollte dem Körper nicht genügend Flüssigkeit zugeführt werden, können Organe wie das Gehirn nicht mehr richtig versorgt werden. Auch die Muskeln sind beeinträchtigt. Außerdem steigt die Anfälligkeit für Viren- und Bakterieninfektionen. Um dem vorzubeugen, sollte man auf die Warnsignale achten. Das heißt, wenn man Kopfschmerzen, Übelkeit, einen trockenen Mund, Durstgefühl oder Appetitlosigkeit empfindet, sollte sofort der Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt werden. Es sollte zu jeder Mahlzeit etwas getrunken werden, um über den Tag hinweg dem Körper genügend Wasser zuzuführen. Zudem kann es helfen, immer ein volles Glas in Sichtweite stehen zu haben, um an das Trinken erinnert zu werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, zwischen unterschiedlichen Getränken zu wechseln, um den Spaß am Trinken zu erhalten. Aber Achtung! Alkohol entzieht dem Körper Wasser und Mineralien und ist deshalb nicht als Flüssigkeitsauffüller geeignet.